Mein Hallo an alle Interessenten unseres heutigen vierten Teils des Informationsdienstes zum Aufbau Ihrer Wissensbasis zum Leben ohne Krankheit. Wie versprochen geht es heute um ein Beispiel zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wie Sie diese besiegen können. Zuvor haben wir bereits Beispiele zum Schutz vor den Folgen schwerer Infektionen, Krebs, Nervenschmerzen und Rückenschmerzen kennengelernt. Auch heute geht es mir hauptsächlich darum, dass Sie die kraftvolle Bedeutung Ihres eigenen Wissens als Voraussetzung zum Sieg über bedrohliche Erkrankungen kennenlernen. Es geht nicht etwa um Ihre detaillierten Methodenkenntnisse, das kommt später in einem weiteren Teil meines Informationsdienstes. Große Bedeutung für unser physisches Leben hat die Zellregeneration. Ist diese optimiert, also die Zellregeneration, so ist der Mensch vollkommen gesund. Dann werden Zellen im richtigen Verhältnis absterben und wieder neu generiert. Sehen Sie sich hier nachfolgend mein Beispiel eines Extremsportlers an. Ich gebe Ihnen das Beispiel nur deshalb, damit Sie erkennen, wie weit wir Menschen durch einfaches Handeln unsere Zellregeneration optimieren können, das heißt uns gesund halten können. Von Extremsportarten halte ich selbst im Zusammenhang mit gesundem Leben wenig. Doch der Sportler gibt uns mit seinem hervorragenden Ergebnis nach Nahrungsergänzungseinnahme ein deutliches Zeichen für unser Handeln zu leben ohne Krankheit. Wenn das so deutlich wirkt wie bei einem Extremsportler, so können wir also sogenannte Normalmenschen erst recht auf spürbare und hervorragende Ergebnisse physisch und mental hoffen. Sehen Sie doch selbst, was es mit dem Radsportler Eduard Fuchs auf sich hat. Jahre alt ist er und er kommt aus Graz in Österreich. Er heißt Eduard Fuchs und betreibt Leistungssport. Vor 5 Jahren hat er sich dem Extremsport verschrieben und betreibt nun extremen Ultraradsport. Jetzt hat er bereits Anschluss zur Weltspitze gefunden. Der Berufssoldat Fuchs darf sich seit kurzem mit dem Europameister im Ultracycling schmücken. Jetzt ist er gerade nach dem großen Sieg in Irland wieder zurück und trainiert wieder fleißig zu Hause. Nach diesem anstrengenden Rennen in Irland ist Fuchs bereits wieder gut dabei, sich zu regenerieren. Obwohl das Rennen extrem schwer war, hat sich Fuchs schnell wieder regenerieren können. Wer das Rennen verfolgen konnte, der sah, wie sich Fuchs nach und nach um Position für Position an den anderen Profis vorbei an die Spitze bewegen konnte und ist schließlich als erster im Ziel angekommen. Fuchs ist als erster ins Ziel gefahren und hatte dabei einen Abstand von 15 Stunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Die Gesamtzeit des Rennens waren 101 Stunden und forderten jeden Teilnehmer auf das Härteste. Der taktische Aufbau für Fuchs war glänzend geplant und ging für Fuchs voll in Erfüllung mit dem grandiosen Sieg. Unterstützend dazu half ihm ganz enorm die neue Nahrungsergänzung von Kajani. Das ist ein natürliches Mittel zur Zellregeneration und erfüllt diese Aufgabe bestens. Kajani-Produkte geben nach Eduard Fuchsens Auskunft beste Unterstützung für die schnelle Zellregeneration nach großen Belastungen. In der Vorbereitung ist mittels Kajani laut Fuchs die Gesundheit sehr stabilisiert worden. Das sei ganz wichtig gewesen für ihn. Auch im Rennen selbst wurde das Kajani-Produkt verwendet. Das war sicherlich auch ein Schlüsselfaktor für den sensationellen großen Vorsprung von 15 Stunden vor dem zweiten im Ziel einzutreffen. 2029 Kilometer Streckenlänge, 24.000 Meter Höhenmeter, extreme Wetterbedingungen, größtenteils schlechte Straßen, ein internationales Top-Startfeld, 101 Stunden Nonstop fahren und insgesamt nur 100 Minuten Schlaf. Das sind die Eckdaten der Race Around Ireland Tour. Der Sieg der Europameisterschaft 2015 mit 15 Stunden Vorsprung vor dem zweiten bedeutete den bisher größten Erfolg für ihn, für Eduard Fuchs. Eduard Fuchs ist mit Kajani ein starkes Team eingegangen, von dem noch viel zu hören sein wird. "15 Stunden war Eduard Fuchs vor seinem professionellen Sport
Kontrahenten im Ziel. Das wäre, wenn das Rennen in Deutschland gewesen wäre, so, als dass beim Zielanlauf in Rostock der zweite gerade bis Leipzig zurück gewesen wäre. Aber zurück zu Leben ohne Krankheit in unserem Informationsdienst. Die Zellregeneration mit den natürlichen Stoffen des amerikanischen Qualitätsherstellers Kyanny, wie sie Eduard Fuchs genommen hat, bauen auf den Erkenntnissen der Nobelpreisträger von 1998 auf. Was haben die Nobelpreisträger damals so Bedeutendes erkannt? Das Molekül des Lebens. Bis ich davon erfuhr, glaubte ich selbst bisher immer, dass das Wichtigste für unser Leben Sauerstoff sei. So hatte ich es während meiner Ausbildung gelernt. Doch es ist das Molekül des Lebens Stickstoffoxid, das an seine Stelle tritt, als Wichtigstes für das Leben. Während wir viel länger ohne Sauerstoff auskommen, sterben wir sofort in wenigen Sekunden ohne ausreichenden Stickstoffoxid. Dieses Molekül des Lebens, das NO, also Stickstoffoxid, wird in unserem Körper natürlich erzeugt und erhält unser Leben. Mit ca. 20 Lebensjahren ist die NO-Produktion im Körper bei uns optimal und lässt dann aber mit den Lebensjahren rasant nach. Es ist bekannt, dass die NO-Produktion mit ca. 60 auf die Hälfte zurückfällt. Mit der speziellen Nahrungsergänzung von Kajeni wird wieder der jugendliche Wert hergestellt. Das hat Eduard Fuchs, der Extremsportler, gewusst, ausgenutzt und grandios gesiegt. Dann brauchte er zur Europameisterschaft 2014 kein Zielfoto, wahrlich kein Zielfoto. 15 Stunden Vorsprung. Mein Gott. Und das ohne Doping, nur mit Nahrungsergänzung, die erlaubt ist. Stickstoffoxid weitet die Blutgefäße unserer 100.000 Kilometer langen Arterien im Körper also so gut auf, dass genügend Versorgungsstoffe zur Zellregeneration antransportiert werden können. Beim Aufweiten der Arterien werden diese wieder elastisch und es normalisiert sich der Blutdruck naturgemäß. Und zu hoher Blutdruck kann, wie wir ja wissen, zu stark lebensbedrohlichen Ereignissen führen. Herzinfarkt, Schlaganfall oder Arterienverschluss. Wenn Sie also die Zusammenhänge zwischen den speziellen natürlichen Substanzen von Kajeni kennen, wissen Sie auch einen Weg, wie Sie sich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen können. Dank Extremsportler Eduard Fuchs haben wir ein weiteres Mal die Bedeutung unseres eigenen Wissens erkennen können für ein Leben ohne Krankheit. Für alle, die mehr wissen wollen über diese Nahrungsergänzung und nicht länger auf weitere Beiträge meines Infodienstes dazu warten wollen, empfehle ich diesen Link. Darüber erfahren Sie mehr und können sich sogar gleich mit der Substanz versorgen, die die Wirkung ähnlich einem Jungbrunnen hat. Freuen Sie sich auf morgen, dann bekommen Sie einen weiteren Infodienst.